So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Let's Play Legend of Zelda, A Link to the Past, oder auch im Volksmund einfach Zelda 3 genannt. Wir haben beim letzten Mal den geilen Palast unten links im Sumpf geschafft. Jetzt müssen wir irgendwie auf den Berg kommen, nach oben rechts. Das wird jetzt ein schwieriges Unterfangen. Ich glaube, da kommen wir nur hin, indem wir über die Lichtwelt uns hinbringen lassen. Dazu nehme ich jetzt einfach mal den Spiegel mit. Ich habe soweit alle Items. Herzteile schaffe ich wohl gar nicht alle. Muss ich mal gucken. Ihr könnt mir wieder Tipps geben, ob ich was übersehen habe, wo ich vor allem jetzt noch was machen könnte. Herzteiltechnisch. Manche haben mir das Projekt wirklich enger verfolgt damals, als ich es noch aktiv gespielt hatte. Tut mir echt leid, dass ich so lange euch habe warten lassen. Aber dafür geht es ja jetzt endlich weiter. So. Du Penner, stirbst erstmal. Da die Flöte, genau. Wir lassen uns jetzt auf den Berg bringen vom Vogel. Und ich denke mal, das geht dann einfacher. Ne, okay, auf 1:1. Wunderbar. Ist trotzdem eine Abkürzung. Denn ich denke mal, oben war ein Portal, da könnten wir einfach in die Scherben. In die Scherbenwelt. Wie komme ich auf Scherbenwelt? Ey, hallo, lass mich doch mal. Mann, jetzt habe ich einen voll Scheiße versteinert an der falschen Stelle. Oh, ich muss aufpassen hier. Die Felsen. Ich muss ausweichen. Nein, ah! Nein, ah! Ey, Alter, lass mich durch. Du Pennerhals. Jetzt bringt der da Hals genau noch da unten lang. Ich glaube, mein Ei platzt, ey. So, wir müssen hier lang. Und dann hoch. Ich glaube, wir müssen wieder durch einen halben Felsen, oder? Ach nee, hab ich keinen Bock drauf. Oh, hä? Yeah! Mann! Ich glaube, kurz vorm Ende könnte ich nochmal mein Schwert irgendwie schmieden lassen von den Zwergen. Auf ein Goldschwert, glaube ich. Oder ist das schon das stärkste Schwert? Ich habe gar keine Ahnung. Schwert ist schon auf 3. Ich glaube, das ist nicht das stärkste Schwert, oder? Ich habe es schon schmieden lassen. Stimmt, ich bin ja vielleicht ein Eiergesicht. Mann. Ich komme auf Ideen. So, ach ne, wir müssen gar nicht durch den Felsen. Haha. Wir müssen einfach ins hier rüber porten. Och, Mann, du Kackvieh. Jetzt komm noch mal her. Ich möchte dich kaputt hauen. Lass mich dich zerstören. Ich guck mal auf die Uhr. Wie spät haben wir es denn? 15 nach. Das ist gut. Da werde ich einfach um halb meinen Cut machen. Ganz in Ruhe. Dom, 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 dom. Da sind die schon wieder. Da werde ich mich hier durchspiegeln. Und so kommen wir dann einfach rüber auf die andere Seite. Das ist dann viel, viel einfacher, als wir alles andere sein tun. Zack. Ich gehe wieder auf den Boomerang. Da kann ich rein, aber das bringt mir herzlich wenig. Ich muss jetzt erstmal hier rüber. Und irgendwie schauen, dass ich von hier aus in die Schattenwelt komme. Oh, gleich einen roten Rubin. Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr, wirklich. Ich brauche jetzt meinen Hammer, das weiß ich. So. Irgendwie weiß gar nicht, ob man von hier in den Felsen kommt, tagsüber oder nachts. Ich guck mal auf die Karte. Da ist nichts. Okay, da muss ich da irgendwie ein Portal in die Schattenwelt finden. Genau, man kann hier eine Fee finden. Das weiß ich noch. Hahaha. Ey, bleib hier! Du Kackfee! Bleibst du wohl? Hallo? Komm. Boah. Alter, verarsch mich nicht! So, wunderschön. Gehen wir mal da rein. Ich glaube, da war irgendwas Schönes. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Versuchen wir es einfach. Ja. Ne, das bringt nichts gegen die Viecher. Schade. Wenn ich da runtergehe. Ich kann mich gar nicht mehr genau entsinnen, was hier eigentlich war. Ach ja, okay, doch. Ich erinnere mich wieder. Ich brauche das alles nicht. Ich gehe wieder hoch. Und hol mir noch mal eine Fee, sofern sie denn wieder da ist. Nicht nur einmal. Aber ich denke mal, sobald man einen Raum verlässt und wieder rausgeht, ist wieder alles resettet. So war es ja früher auf dem Super Nintendo zumindest immer. Ja, wundervoll. Fee, bleib hier. Jetzt habe ich wenigstens volle. Da ist ein Herzteil. Aha, na, das werde ich mir auch danach erholen, du. Jetzt habe ich ja auch den starken Arm des Gesetzes. Und wie war das jetzt hier? Muss ich die alle einstampfen? Ich glaube ja. Klick. In der richtigen Reihenfolge. Wieder raus und wieder rein. Weil man es ja auch nicht anders resetten kann. In der heutigen Zeit würde sich das alles von alleine resetten. Da muss man nicht permanent draußen reingehen. Aber so war das früher nun mal, Leute. Und so wird es auch immer bleiben. Bei klassischen Spielen. Ja? Nein! Also rechts, oben und links. Entgegen des Uhrzeigersinns. Macht Sinn. Macht absolut Sinn. Zack. Zack. So. Nein. Ah, nicht. Nicht, nein.
Du Vieh, stirb! Rechts, oben, links. Ja! I have it geschafft. Wir sind auf dem Schildkrötenfelsen angekommen. Oh, hier muss man was einsetzen. Das mit den Wellen, und zwar das Erdmedaillon. Eigentlich nutze ich die Dinge immer kaum, wa? Man könnte die eigentlich so oft einsetzen, aber irgendwie... Ah. Und auf geht das Tor. Da, 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 da. Super, 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 super schön. Ich speichere mal zwischendurch. Hat gerade gezischt beim S-Laut. Ist hier irgendwas? Nö. Schade. Das sieht doch aus, als wenn hier irgendwas wäre. Aber wir gehen erstmal links, genau. Denn von hier, von der Seite kommen wir anders nicht ran. Was war denn hier? Aha, eine geheime Höhle. Na, die untersuche ich doch erstmal. Bevor ich irgendwo weitergehe. Guck mal hier. Das sieht doch vielversprechend aus. Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Da werde ich mich doch einfach mal rüberhangeln. Du Vieh, gehst erstmal darauf. So, guckt euch das mal an. Haufenweise Schätze. Ist das nicht wundervoll? Boah, so viel Rubine. Und ich brauche das alles gar nicht. Das ist ja voll gemein. Ich glaube, das hebe ich mir für später mal auf, wenn ich die Rubine wirklich brauchen sollte. Denn derzeit brauche ich noch nichts von dem ganzen Kram. Aber ich werde mich trotzdem mal versuchen, einfach mal lang zu hangeln. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo am Ende... Nein, alten Snabbel. Am Ende irgendwas Schönes. Ich wollte ja alles erkundigen. Erkundigen vor allem. Erkunden. Erkundigen. Was ist denn da nicht richtig? Da ist nichts. Ich werde mal mich darüber hangeln, genau. Dann darüber hangeln. Dann da hoch. Den schubse ich jetzt... Nein! Darunter wollte ich sagen, aber ich hab's vermasselt. Das finde ich nicht so schön. So, hoch. Dann links unten an die Kiste. Dann rüber, dann hoch. Die Kisten hole ich mir alle ein andermal. Da wird nämlich haufenweise Geld drin sein. Und jetzt? Nicht für die Arschkarte kann das sein. Wie komme ich denn da oben lang? Mann, du Vieh, gehst mir auf den Sack. Rüber. 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 Hä? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Das ist ja Kacke. Ich komme nicht mehr zurück. Das ist ja voll ungerecht. Was nicht, dass man mal irgendwie was sehen konnte, wenn man irgendwas Spezielles gemacht hat? Spirnerstab, magischer Umhang. Kommt man da nicht rüber? Da kommt man rüber. Oh. Wie konnte man das nochmal sehen? Wie ging das denn? Man hat auch irgendwie die Möglichkeit gehabt, die Dinger zu sehen. Mit irgendeinem magischen Trick ging das doch. Feuermedaillon, Luftmedaillon? Genau, Luftmedaillon. Seht mich an. Ich bin der Beste. Ich wusste doch, dass hier irgendwie was faul ist in der Höhle. So doof bin ich nicht. Ich kenne doch die Zelda-Thematik, Dingerlingschling. Oh, hier sind mehrere Höhlen. Aus- und Eingänge. Aber erstmal alles aufsprengen. Nach und nach. Das geht nicht auf, das geht nicht auf und das geht auf. Das geht auch auf. Dann werde ich zuerst mal links lang schauen. Einfach mal vorsichtshalber. Ey, wie viele Höhlen? Das ist ja ein richtiger Komplex. Das ist zu komplex, das verstehe ich nicht. Ach, guck mal hier. Mrs. Brunhilde. La, ich heile dich. Hast du auch deine Kochschürze an, Brunhilde? Wahrscheinlich nicht. Mal schauen, ob da oben was ist, wo es lang geht. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Der andere hat nämlich eben auch nicht gefunzt. Okay, da geht's lang. Hier sind mehrere kleine Brunaldes. Ich habe vergessen, wie ich die klein genannt hatte. Ha, zu lang her. Scheiß drauf. Guck mal. Das ist doch wundervoll, denn da können wir uns in die Lichtwelt begeben und uns das Herzteil holen. Jawollsken. Das ist ein Herzteil. Noch zwei Hälften und dann habe ich's. Dann habe ich's, Leute, ja! So, wie komme ich denn jetzt wieder zurück zum normalen? Zu meinem eigentlichen Ziel. Wenn ich da runterhüpfe, bin ich wahrscheinlich tot oder ich falle irgendwo rein. Ich versuch's einfach mal. Ach, guck mal an! Howie, howie, Hahn, du! Da, da, da. Wie kommt man denn da unten lang? Kann man hier eigentlich irgendwie auf normalem Wege hin? Was seid ihr denn für Viecher? Ihr seid ja voll gruselig! Die macht voll viel Schaden! Ich gehe mal links lang. Einfach mal schauen, was da Schönes ist.
Bumblebee, ich hab ihn zerhauen. Stirb! Du kleines Mistviech. Hier geht's zum Schloss. Aber hier ist nichts, deswegen guck ich mal nach, ob ich hier links vielleicht irgendwie noch irgendwas Schönes, Besonderes finde. Guck mal. Sieht doch aus, als wenn hier irgendwas versteckt wäre. Oder auch nicht. Hahaha, voll umsonst. Scheiß drauf. Aber auf normalen Wege kommt man hier nicht rauf, glaube ich. Sieht nicht danach aus, zumindest. Nein! Okay, dann muss ich da mal runterhüpfen, testweise. Bei der einen Seite. Ich werde es einfach mal versuchen. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ach, guck mal an. Ich bin sowieso bald durch. Da habe ich den Part einfach nur versucht, statt geschafft. Aber dann im nächsten Part werden wir den Tempel machen. Bleib hier! Ey, du scheiß Manno! Ich fahr doch schon direkt! Oh. Dam, da-da-dam, da-da-dam-dam. Da-ba-da-di, da-ba-di-di-di-di-di. Ich spring mal. Ich speichere mal, damit ich ihn... Oh, nee, oder? Und aus diesem Grund habe ich das gemacht. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, das Ganze nochmal von vorne zu machen. Tut mir leid, Leute. Ich nutze selbst jetzt wirklich ungern, aber das war jetzt unsinnig. Ich will das Spiel nämlich nicht noch künstlich in die Länge strecken. Durch unsinnige Tätigkeiten. Tut mir echt leid. Ich bin sonst kein Freund davon, aber dadurch, dass ich dieses Projekt habe zu lange schleifen lassen, möchte ich das langsam auch endlich mal beenden. Und wir sind im letzten Tempel. Lune, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Welches Zauberelixier? Ach, das da. Aha, da war doch irgendwas. Genau, ich kann doch mit dem Stab von Somaria eine Plattform erscheinen lassen. Das war das gute Ding. Jawoll. Da, da. Da. Och, dieser Tempel war so unübersichtlich und monströs. Glaube ich. Aber es wäre gelacht, wenn wir es nicht hinkriegen würden. Gehen wir einfach mal nach rechts, direkt in die erste Tür, die uns die sich hier anbietet. Diese scheiß fliegenden Totenschädel, vor denen hatte ich als Kind immer sau viel Angst. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich brauche verdammt viel... Pfeile? Pfeile. Nicht Pfeile. So. Hier war doch irgendwie... Genau. Einfach dem Uhrzeigersinn folgen und einfach alles abklappern. Mehr kann ich hier auch nicht machen. Och nee, hier ist wieder so ein Scheißraum. Aber ich weiß schon wieder, was wir hier tun müssen. Und zwar... Einmal im Kreis fahren und das Ding nutzen. Rundschauen und gleichzeitig aktivieren. Hätte ich mal vielleicht von hier machen sollen. Gut, jetzt weiß ich Bescheid, aber es funktioniert trotzdem. Oben... Links. Haha, ich bin so gut. Aber ich glaube, die Tür geht wieder zu. Ja, das war das Problem an der Sache. Das war die Scheiße hier an dem Rätsel. Das ist nicht so funzt, wie ich möchte. Ach, Kacke. Man muss irgendeine spezielle Reihenfolge einhalten. Ich habe die wunderbarste Idee aller Zeiten. Ja, genau, den mache ich dann zum Schluss. Da mache ich die beiden nach links gleichzeitig. So. War das überhaupt eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ach, Manno. Ich hätte mir echt blaues Elixier mitnehmen sollen. Das wäre jetzt besser gekommen. Dieser Raum macht mich irre. Nee, es bringt so nichts. Wie ging denn das? Ach, Dreck. Ich muss irgendwie schauen, dass man irgendwie so spät wie möglich alles aktiviert. Das werde ich jetzt auch tun. Oh, shit. Geht jetzt nicht auch schneller? So. Das bringt alles nichts. Nein, das bringt nichts. Das sieht schon wieder aus da hinten. Wie macht man das am besten? Ich glaube, ich habe die Idee. Wenn ich es jetzt nach oben versuche, vielleicht wird das ja mit aktiviert. Ich hoffe es mal. Nein! Nein! Meine magischen Kräfte reichen nicht, schnell Schnaddel. Ach, Kacke. Vor allem, wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Ich habe da keine magischen Kräfte mehr. Oh, fuck. Das wird alles nichts, Leute. Ich brauche blaues Elixier. Ganz eindeutig. Fuck off. Nein, hier ist auch nichts mehr drin. Jetzt bin ich angearscht.
Meine magischen Kräfte reichen nicht aus. Ich komme auch nicht mehr weg, weil ich jetzt durch die Tür gelaufen bin. Hä? Ey, das ist ja jetzt scheiße. Das ist jetzt absolute Kacke, ist das. Kann ich vergessen. Sorry, Leute. So bringt das nichts. Ich brauche hier blaues Elixier. Ganz, ganz viel. Ganz furchtbar viel blaues Elixier. Vielleicht hat er ja was. Komm her, du kleiner Wicht. Komm her! Genau. Jetzt komm, 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 komm. Und... Ah, nein, ah! Komm schon. Ich kriege ich, ich kriege ich, ich kriege ich. Nein! Oh, Entschuldigung. Leute, das war's dann an der Stelle von mir. Tut mir leid, ich komme hier nicht weiter. Ich muss nochmal zur Hexe und mir Elixiere kaufen, ganz viel. Und dann auch mal den ganzen Weg auf den Berg hoch. Oh, ich glaube, mir platzt ein Ei, ohne Witz. Oh, hab ich da Bock drauf, ey. Oh, fuck. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Zelda 3 mit mir Lunetschki. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bla, 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 bla.